2019 war ein exzellentes Spielejahr. Das zeigte sich ganz besonders auch in der Königsdisziplin, den Actionspielen. Wir haben mächtig sondiert und weil wir uns nicht auf die 10 besten Vertreter einigen konnten, gibt es in dieser Top 10 eben 11 beste Actionspiele 2019. Die Devil May Cry-Serie legt ihren Fokus seit jeher auf stylische Action und coole Sprüche, doch der 5. Teil, der in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PC erschien, setzt dem Ganzen die Krone auf. Egal ob als Nero, Dante oder Neuzugang V, die flotten und actiongeladenen Kämpfe gehen einfach von der Hand, bieten aber ausreichend Tiefgang, sodass der Dämonenkönig Urizen nur wenig zu lachen hat. Besonders die unterschiedlichen Kampfstile und Fähigkeiten der drei spielbaren Charaktere bringen frischen Wind ins Hack and Slay. Nachdem Entwickler Gunfire Games mit Darksiders 3 bereits seine Souls-like-Tauglichkeit unter Beweis stellte, ging er den nächsten konsequenten Schritt. Dabei herausgekommen ist Remnant from the Ashes, ein düsterer Dark Souls-Verschnitt mit größerem Fokus auf Schusswaffen, Koop-Gameplay und zufällig zusammengewürfelten Leveln. Ein abgefahrener Gameplay-Mix, der aber mächtig viel Spaß macht, wenn man sich auf den knackigen Schwierigkeitsgrad einlässt. Es scheint, als hätte The Coalition mit Gears 5 das eigene Selbstbewusstsein aufgeplustert. Die Kampagne richtet seine Scheinwerfer auf Kate Diaz, eine interessante Figur im Gears-Universum, und scheut sich nicht davor, spielerisch aus dem stringenten Korsett der Vorgänger auszubrechen. Somit ist Gears 5 der spannendste Gears-Ableger seit langem und beweist, dass der Kampf gegen die Locust immer noch mächtig viel Spaß bereiten kann. Mit dem 2. Teil von The Surge gelingt es dem deutschen Entwickler Deck 13, den Vorgänger in so ziemlich allen Belangen zu übertreffen. Die Spielwelt ist deutlich abwechslungsreicher und begeistert vor allem durch seine cleveren Abkürzungen. Zudem machen die Bosskämpfe nun deutlich mehr her und das Kampfsystem, mit dem ihr eure Gegner nach Lust und Laune auseinandernehmen könnt, um an ihre Ausrüstung zu kommen, bereitet immer noch mächtig Laune. Mal wieder Modern Warfare. Zugegeben, der Reboot der populärsten Call of Duty-Reihe ist kein kreativer Geniestreich, aber im Zusammenspiel mit einer neuen Grafikengine und realistischerem Waffenverhalten wirkt Call of Duty Modern Warfare im Jahre 2019 so frisch wie schon lange nicht mehr. Eine tolle Kampagne, ein durchdachter Multiplayer und der knackige Koop-Modus, der die Geschichte aus dem Einzelspieler-Modus fortführt, machen Modern Warfare zum definitiven Shooter-Allrounder 2019. Noch ein Battle Royale-Spiel? Das junge Genre hat in den letzten Jahren kräftig Zuwachs bekommen, doch mit dem kostenlosen Apex Legends, das quasi aus dem Nichts erschien, setzte Respawn Entertainment ein beeindruckendes Ausrufezeichen. Wo andere Titel schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwanden, ist Apex Legends auch heute noch ein Dauerbrenner, der stetig mit Neuerungen versorgt wird. Endlich mal wieder ein richtig gutes Star-Wars-Spiel, das sich einzig und allein auf die Einzelspieler-Erfahrung konzentriert. Die Entwickler von Respawn erlauben sich für Star Wars Jedi Fallen Order den ein oder anderen Kniff von populären Titeln wie Dark Souls, Tomb Raider, Metroid Prime und Uncharted abzuschauen und setzen deren Einzelteile zu einem fantastischen Gesamtwerk zusammen, das richtig Lust auf eine Fortsetzung macht. Der 3. Teil der Metro-Reihe schaltet einen Gang hoch und verabschiedet sich von linearen Abschnitten, zumindest in Teilen. Stattdessen müsst ihr in offeneren Arealen ums Überleben kämpfen. Obwohl Metro Exodus deutlich erkundungsfreudiger ist, konzentriert sich das ukrainische Entwicklerstudio 4A Games auf die Erzählung einer packenden Geschichte, eine dichte Atmosphäre und knallharte Entscheidungen. See.
wirkte Quantum Break mit dem Gemisch aus Spiel und Serie etwas überambitioniert, besinnen sich die finnischen Entwickler von Remedy auf die eigenen Stärken und liefern mit Control ihr womöglich bestes Spiel ab. Exzellentes Action-Gameplay und eine surreal anmutende Welt bilden das perfekte Beispiel dafür, dass weniger hin und wieder eben doch mehr ist. Mit A Plague Tale: Innocence ist dem französischen Entwickler Asobo wahrscheinlich der Überraschungshit des Jahres gelungen. Ein spannendes Abenteuer im französischen Mittelalter, in dem das Land von hunderttausenden pestverseuchten Ratten geplagt wird. Als wäre das nicht schon grausam genug, müsst ihr in der Rolle der jungen Amicia auf euren kranken Bruder Hugo aufpassen und vor der Inquisition fliehen. Diese interessante Ausgangslage entwickelt sich zu einer mitreißenden Geschichte, die vom soliden Stealth-Gameplay unterstrichen wird. From Software kann aktuell kaum etwas falsch machen. Anstatt den sicheren Weg zu gehen und neue Dark Souls-Nachfolger am Fließband rauszuhauen, erfand sich das Studio und das Genre, das sie erschaffen haben, ein weiteres Mal neu. Heraus kam ein sensationelles Action-Adventure im feudalen Japan. Das Kampfsystem war nie geiler und die Herausforderung nie höher. Doch wie immer in den Spielen von From Software zahlen sich Fleiß und Hartnäckigkeit aus. Sekiro: Shadows Die Twice ist ein weiteres Meisterwerk im Soulsborne-Genre.